Die Freie Wähler Landtagsfraktion macht sich für digitale Bildung an Bayerns Schulen stark. Auf Einladung der Fraktion versammelten sich am Mittwoch Zukunftsgestalter aus Schule, Wirtschaft und Politik im Maximilianeum. Mit ihnen diskutierten Fraktionschef Florian Streibel und Kultusminister Michael Piazzolo unter anderem darüber, wie digitale Infrastruktur und eine angemessene Betreuung der Schulen schneller vorangebracht werden können. Florian Streibel. Zuallererst brauchen wir an den Schulen ein schnelles Internet, ein ausreichendes WLAN brauchen wir innerhalb der Schule und dann brauchen wir natürlich die Anrechnungsstunden für die Lehrer, damit die sich um die IT-Ausrüstung und Ausstattung auch in angemessener Weise kümmern können. Kümmern will sich auch Rupert Lehner vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, denn digitale Bildung ist wichtig für uns alle, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auch lediglich dafür sicherzustellen, dass wir zukünftig qualifizierte Kolleginnen und Kollegen haben und was sich die Bitkom verspricht, dass wir die Themen, die wir besprochen haben, dieses Thema von der Technik bis hin zur Medienkompetenz und pädagogisch in den Schulen zu verankern, vom Freistaat mitgetrieben wird. Doch ohne Moos nichts los. Hier will Kultusminister Michael Piazzolo Abhilfe schaffen und verrät zugleich sein Herzensanliegen. Wir werden über 1 Milliarde in den nächsten Jahren in die digitale Bildung ausgeben. Wir werden 50.000 digitale Klassenzimmer in Bayern errichten. Wir werden die Lehrerfortbildung vorantreiben und die Digitalisierung an Schulen. Bei all diesen Anstrengungen muss aber immer eines gelten: die Technik hat der Pädagogik und der Didaktik zu dienen. Die Schülerinnen und Schüler und der Unterricht, die stehen im Vordergrund.